Das ist der neue Gesundheitsminister, den wir haben. Weißt du, kennst du den Dings da? Der Fribourger Louis de Funès, weißt du? Hast du gehört, die haben in Bern oben die Krankenkasse falsch aufgerechnet. Und was haben sie das letzte Jahr gemacht? Hä? Gerade die Frenzlerjassen. Ja, das passt zu den anderthalb Milliarden. Gerade die Frenzlerjassen ist der Herr der Ersetzung zum Roman Gleichsberger. Und die Jassen hat die Krankenkassenprämie. So, du hast seit 64 sein Mann. Weißt du, was hat der Heuer gemacht? Heuer ist er in einem Krimi mitspielen. Ja, in einem Krimi hat er Bundesrat Zeit gehabt, mitspielen. Er ist ja Kulturminister und dann müssen wir im Krimi auch mal mitmachen, weil wir sehen, wie das geht. Gut, Indianerfilm hätte er nicht können, wegen dem Skalpieren. Ja, dann soll doch, wenn er so Gesundheitsminister ist, ja, dann soll sich doch jemand mal das Tierli losen oder etwas sagen. Wenn ich zu Bern über die Politiker schaue, der eine oder andere hat sie sehr nie so lange gespendet. Jetzt weiss ich es ja umdrehen mit dem Organspenden. Hast du gehört? Früher war es so, wenn du deine Organe spenden wolltest, hast du so ein Zettel ins Portemonnaie genommen und dann gesagt, du, wenn es mir etwas geben sollte, dann könnt ihr meine Sachen haben. Das Häschen gebe ich gerne an einen guten Platz, vielleicht in einer Familie mit Hund und Kindern. Du können aufschreiben, was du willst. Jetzt sollst du in Bern oben diskutieren, eine Widerspruchslösung. Wenn du nicht dagegen bist, dann dürfen sie es nehmen. Und dann denkst du, ja gut, dann schreibe ich auf ein Zettel. Ich will es nicht geben, du das in Bern. Aber so einfach geht es nicht. Dann musst du eine Lehre ausfüllen, dann sollst du in Bern oben in eine Datenbank eintragen. Also du zum Beispiel in Reihe 3 auf Platz 17, du willst dein Lederli nicht geben. In der Datenbank. Zum Beispiel beim Herrn Birse, der nicht einmal weiss, wer wie viel muss zahlen, aber der behauptet, er wüsste, ob der Herr in Reihe 3, Platz 17, auf sein Lederli geben. Widerspruchslösung, weißt du, so heisst das. Stell dir vor, du bist am Joggen, so richtig gut drauf, dann hörst du eine Ambulanz, blau liegt und sie reden. So 50 Meter hinter dir bremsen sie ab, du sie reden ausschaust, dann kommt sie raus. Dann lässt er die Scheiben ab. Schaut sie raus und sagt so, alles in der Ordnung mit dem Herzchen. Dann musst du den Säckchen.